auf die ich allerdings erst später eingehen werde. Für den Anfang ist das hier erstmal die Einleitung. In solchen Kisten finden wir noch mehr Parts. Wow. Nicht noch mehr Aliens. So. Ja. Ich sag ja, alles schön kaputt machen, dann gibt es schön viele Parts. Oder Teile. Upgrade-Teile. Ich bin noch an die englische Version gewöhnt. Team Delta, stellen Sie ein Abbruchteam zusammen und sprengen Sie die Kapsel zurück ins Weltall. Sie muss runter von meinem Schiff. Jawohl, Sir. Ja, kommt her. Ich gehe die waren ja lasch. Wenn du die Triebwerke synchronisierst, hacke ich mich manuell bei Pilot ein. Und sei vorsichtig, das Triebwerksgelände ist total verstrahlt. Verstanden. Okay. Ich schau nur kurz, ob wir hier noch ein paar schöne Sachen finden. Die wichtigste Konsole ist unkaputtbar. Warum das denn? Das ist noch nicht fertig. Und Batz. Und ein Waffenlager. Ja, Waffen, was kann das sein? Bis jetzt nur Granaten. Die sind begrenzt. Wir können auch nur eine begrenzte Anzahl mit uns nehmen. Allerdings auch noch andere Granaten. Oh, da hat sich gerade einer selber hochgejagt. Echt dumm, die Aliens. Gut, weiter geht's. Hier in den Kisten ist eigentlich immer was drin. Am Anfang braucht man ja noch nicht so viel zum Upgraden. Ja, ausweichen. Das sieht so aus und bringt einen im Normalfall mitten in die Gegnermasse. Ja, man muss schon vorher gucken, dass man in die richtige Richtung ausweicht. Sonst steht man schön bei den Nahkämpfern und wird von den Fernkämpfern von hinten angeschossen. Und das tut im Zweifelsfall weh. Ganz böse. Jetzt hakt's leicht. Ich hoffe, das beruhigt sich bald wieder. Also, eigentlich ist mein Computer stark genug, das Spiel 10-mal zu spielen. Ja, mal schauen. Höhlenbruch in der Außenwartung. Alles Wartungspersonal sofort bei der Außenwartungskontrolle melden. Da hinten ist schon ein stärkerer. Dann können wir mal ein paar Granaten an den Kopf werfen. Das versucht er auch. Schön ist, dass man hier auch gut ausweichen kann. Also, die meisten Schüsse sind sehr langsam. Beziehungsweise langsam. Und, das Spiel bietet einem die Möglichkeit auszuweichen. So, was kann ich noch erklären? Fähigkeiten. Hier werden alle möglichen Fähigkeiten aufgelistet, die man hat. Maschinenbau bis jetzt bloß die Granaten. 3 Stück habe ich noch. Kampffähigkeiten, ja, Prügel, tödlicher Schlag. Super. Prügel ist die Instant Death Nahkampffähigkeit. Lustig übersetzt. Ach, Mist, das. Nee. Hier ist das Upgrade-Menü. Ähnlich wie in Diablo steigen wir Level auf und bekommen Punkte, die wir dann zum Beispiel in verstärkt Angriffskraft um 4 oder maximale Gesundheit um 15 erhöhen, investieren können. Was ist mit den roten bzw. gelben Symbolen auf sich hat, werde ich noch erklären. Das ist eine Spezialität im Spiel. Das ist unser Charakter, der sich sicherlich noch ein bisschen verändern wird.
Gesundheit, Energie, alles, was man so braucht. Und Menschlichkeitslevel. Das wird später noch sehr wichtig. So, und dann noch DPS und Crit-Chance und wie viel Schadenerhöhung und alles Mögliche. Was man halt so braucht. Um zu überprüfen, ist meine Waffe jetzt besser oder die, die ich finde. Okay. Missionslogbuch. Hier steht alles drin, was wir so tun müssen. Synchronisieren Sie den Ares-Triebwerkskontrollcomputer auf der Armstrong. Den Flash-Triebwerkscomputer und den Zeus-Triebwerkscomputer. Das machen wir doch. Wir sind so nett. Ja. Hier ist okay, unschön. Das erste Triebwerk ist synchronisiert. Hier ist verstanden. Verstrahlt. Das sehen wir da unten an dem schönen kleinen Icon. Und je länger wir hier sind, desto mehr Schaden. Das heißt, immer schön Gesundheit auffrischen und so kurz wie möglich hier drin bleiben. Synchronisier schnell die Triebwerke. Du musst da raus, bevor die Strahlung dich umbringt. Ja, habe ich vor. Wir können leider nur 4 Medipacks mit uns nehmen. Allerdings, wenn wir ein weiteres finden, wird das sofort eingesetzt. Das verschwindet nicht einfach so. Benutze ein Medikit, wenn nötig. Sondern es heilt uns wenigstens. Okay. Sergeant Walker, bitte verlassen Sie den Triebwerksraum. Ich kann die Triebwerke nicht aktivieren, solange sie nicht weg sind. Na, das wäre auch doof. Ich würde sagen, das macht 4 Aua. Nochmal kurz heilen. Und dann kann es rausgehen. Können wir mal sprinten. Nehmen wir nicht so viel Schaden. Initiiere Triebwerkszündung. Damit kommen wir aus der Reichweite der Hauptflotte der Kera. Und wir haben mal wieder alles gerichtet. Wegen der Bedrohung durch die Karak an Bord habe ich keine andere Wahl, als im gesamten Schiff gasförmiges Diethylparathion einzusetzen. Begeben Sie sich sofort in die Kälteschlafeinrichtungen. Seth, komm wieder hier hoch. Wir müssen sicherstellen, dass alle evakuiert werden. So, und schauen wir mal auf die Karte. Das sind wir. Primärmission, Sekundärmission haben wir noch nicht. Lebenspunkte. Ja, Ausgänge. Wir werden noch in andere Gebiete vordringen. Ja, so bekommen wir weiter. Das ist noch nicht fertig. Sprinten ist doch recht nützlich. Zum Ausweichen übrigens auch. So, oben wollen wir nochmal hin? Nach links. Da. Auf geht's! Na dann los. Boah. Was hat denn der genommen? Die verdammten Millionen sind überall. Alle ASF-Teams bereit machen. Wir müssen das Gas schnellstmöglich versprühen. Um die Viecher zu erledigen, haben wir eigentlich bessere Möglichkeiten. Also finde ich. Kommen Sie, wir müssen los. Jake! Ja, stylisch. Walker, es kommen ein paar Zivilisten in Ihre Richtung. Bin nicht sicher, wie viel Zeit wir noch haben. Sie müssen das Transit Terminal so lange halten, wie Sie können. Verstanden.